Willkommen zurück zu Final Fantasy 10. Yay. Ohne Tidus. Ohne Tidus ist alles besser. Na. Warum hast du den wieder rausgeholt? Das ist doch doof. Waka ruft uns schon rüber. Warum sind die unsichtbare Wände? Geh mal mit blaues Etwas reden da vorne. Kann ich nicht. Die unsichtbare Wand hält mich davon ab, mit blaues Etwas zu reden. Nein, blaues Etwas. Ich wollte doch so gerne hören, was er zu sagen hat. Der steht da so cool auf seinem kleinen Vorsprung. Na. Na gut, gehen wir zum Dorfplatz. Warum genau hast du dich eigentlich umgedreht, Silus? I can't see anything. Ja, kein Wunder, du hast auch in die falsche Richtung geguckt. Ja, wir müssen warten, bis der Fremde da ist, bevor du anfangen kannst, was auch immer zu tun. Die Titelmelodie zu spielen. Ich beschwöre das Hauptmenü. Moment. Hä? Falsches Franchise. Seele. Bunte Lichter! Feuerwerk, Feuerwerk! Wenn das jedes Mal so lange dauert, so ein Viech zu beschwören, dann bist du fünfmal gestorben, bevor das Viech tatsächlich auf dem Kampffeld erscheint. Nein, das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Die Gegner warten darauf, dass du fertig bist mit Beschwören. Okay, wenn du jedes Mal so lange brauchst, um dieses Viech zu beschwören, dann benutzt kein Mensch der Welt das einfach nur, weil es viel zu lange dauert, bis sie endlich mal auf dem Kampffeld erscheinen. Oh. Oh, sie berührt es offensichtlich nicht. Braver, tödlicher Vogel, den ich nicht wirklich streicheln will. Kra. Oh. Wer hat das denn eigentlich dekoriert? Das ist eine gute Frage. Wir können schon froh sein, dass wir fürs HD Remaster nicht die Kingdom Hearts Final Mix Route gegangen sind, also recolored haben. Vaporous in pink grün. I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Ja. Ja, ist ein nettes Tierchen. Ja, tschüss. Ist immerhin von der Hauptcharakterin beschworen worden. Außerdem ist das Vaporous. Spoilers. Ja. Ja. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich habe mich vor Vaporous umzubenennen. Ich habe nicht vor irgendwas umzubenennen. Dann das allerletzte, was du benennen kannst, das Spiel eiskalt einfach nur deshalb umbenennen. Peter. Boris. So, das ist meine Beschwörungsbestie Boris. Und das ist mein zweiter Hauptcharakter Peter. Let me introduce you to the team. This guy here kennen wants wir doch into schon. The tournament so bad, I let him on the team. Da wir schmeißen wir Kipper raus. Sorry, Kipper. So, nein, haben wir keine Antwort. Nein, dann müssen wir Kipper nehmen. Ich find's schön, dass der Torwart Kipper heißt. Das ist überhaupt nicht auffällig. Nein. Das ist sehr subtil. Der Torwart ist auch der einzige Typ, der sich sonst auf dem Spielfeld nicht ordentlich bewegen könnte. Ja. To do our best! No, we got a new goal. Ich bin angewidert von eurem Motto. Is victory to win every match, defeat every opposing team, to bring the crystal cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, yeah? Ja? Ja. So einfach ist es. Wir müssen nur alle schlagen. Murmel, murmel, murmel. Victory, 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 victory. Der Kristallpokal, der Kristallpokal, der Kristallpokal. Victory, 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 victory. Victory! Victory! Yay! Grüner Tee. Oder in der Lokalisation wahrscheinlich Cola oder sowas. Ja, ich hatte mir gewünscht, dass du ins Team kommst. Ich hab mir die Stimmen für die nicht gemerkt, außer für Kipper. Greif ohne Unterbrechung an, damit ich als Torwart nichts zu tun habe. Das zugeben, mach auch die beste Strategie, Kipper nichts zu tun zu geben. Ich kann nix. Ich gebe sogar zu. Ah! Es brennt! Ah! Verbrennt den Ketzer! Holt endlich den Stab raus. You heathen! Stay away from the summoner! Stay away from the summoner! Na endlich. Da war's. Ja. Wahrscheinlich der bekannteste Soundbite aus dem Spiel. Allein deswegen würde ich die Stimmen nicht auf Japanisch umstellen, zumindest nicht bis zu diesem Punkt. Ja. Und nur für den Punkt auf Englisch stellen, dann wieder zurück. I'm sorry about that. Wasn't that... Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted.
Oh no, I was overconfident. Du hast doch überhaupt nichts damit zu tun, was Tidus gemacht hat. Ich war zu unerfahren, mich in einen Raum zu setzen und zu beten. Really? Do you think I can become High Summoner? Ich hab da total Ahnung von daher natürlich. Hey, Yuna, come play with me some more. Ja. 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 So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? Hab ich noch nichts von gehört, ach, aber echt? Scheinbar. Huh. Heute musst du nur noch von mir weg, stay away. You can tell me all about Xanarkand. Das kann ich. She's cute, yeah? Nicht mein Fall. Then we're cool. Like comes on to me. That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Erst fragt er über Yuna und dann ein Bett anbieten. Das ist eine Reihenfolge, die ich nicht haben möchte. Könnten wir bitte. Könnten wir bitte die Stadt verlassen? Ich kann nicht. Stay away from the summoner. aber. Stay away from the summoner. Ich würde gerne mit Yuna reden, aber es funktioniert einfach stay nicht. Away from the summoner. Aber das ist mein Zelt. Kann das Zelt hier seit neuem auch Valbrus beschwören? Wir finden uns am Feuer, dürfen wir uns wärmen. Stay away from the summoner. Ich kann mich einfach nicht an sie anschleichen. Du darfst noch nicht mal deinen Volkstanz aufführen. Uga, ah, ah, uh, ah, 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 uh, ah, 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 uh, ah, 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 ah. Ist ja gut, ich geh ja schon schlafen. Lass wenn's mich durch. Denn sein muss. Ja. Kipper ist zu fett. Ja, ja. Nö, noch nicht. Wir haben ja nicht wirklich irgendeine Wahl, hier irgendwas zu machen. Ja. Da vorne sitzt eine alte Dame, die uns absolut alles auscancelt, was wir machen wollen. Stay away from the summoner! Alles ist ein Summoner. Das Zelt ist ein Summoner. Das Feuer ist ein Summoner. Du bist ein Summoner. Du bist ein Summoner. Ihr seid alle Summoner. Würde das das Leben nicht deutlich einfacher machen? Es würde auf jeden Fall alle Medium werden würden. Mehr hohe Medien erschaffen. Naja. Oh, schön hier. Ist das nicht der Weg, bewegen. Den wir sinnloserweise gegangen sind? Ja. Den Steg entlang. Ach, guck mal, jetzt hat er sogar einen Sinn gekriegt, denn jetzt steht da vorne jemand. Und... Wah! Scheinbar werden wir einfach zurückteleportiert. Okay. Hast du gerade versucht, vom Steg runterzugehen? Nein! Where's that boat? Everyone will find us, if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Ja. In meiner Rückblende, die nicht wirklich eine Rückblende ist. Hi, Riku. Go with me. Ach ja? Oh, hey, haben wir das irgendwann mal? Ich wüsste nicht. I told you not to get any ideas. He did? Nein, hat Wacker eigentlich nicht gesagt. Hat eigentlich nur gesagt, dass wir cool sind. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass man immer die erste Dialogoption hat. Was du Jack hier? You can't even catch a ball. Oh, what's the matter? Hey! Warum genau ist das hier in einem Sepia-Ton? Das ist ja keine Rückblende, das ist einfach nur ein Traum. Vielleicht sind seine bisherigen Rückblenden auch nur Träume gewesen. Vielleicht träumt er von seinen Erinnerungen. Das kann natürlich sein, seine Erinnerungen sind alle nicht echt. Außerdem hat Jack ein kleines T auf seiner Brust. Vertraut euch. Das ist der Spirit. You can do it. Just... Do it! Do it! I hate you! Währenddessen steht jemand vor ihm. I hate you! Ist ja gut. Okay! Ja, schon. Alter, hate ist ein starkes Wort. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I Chapu, wo ist Chip? But no matter what he looks like, Ritter des Rechts. You shouldn't have brought him here in the first place. Wie viele Gürtel kann ich auf einmal anziehen? Das war dann auch mal eine Sauftrink-Challenge. Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka.
Enough, Walker! Walker, genug! Walker, oh. Walker, 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 Walker! Total unauffällig. Hi. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. Dann hast du den falschen Namen gewählt, Walker. He's dead? Nee, er ist Mutter geworden. Sin last year. He didn't make it. Naja, wenn man 800 Jahre lang das versucht, ne? Oh, regelmäßig scheitert, was soll schon dabei rumkommen? I became a guardian to fight Sin, yeah? Ja. Ja. Revenge then? That was ja, the Mann. Idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. Aber erst nach dem Turnier. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. But I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. Ach ja. Ja, wir sind hier angespült worden. Ja, du hast, also, er hat wirklich schon viel für dich getan. Er hat uns kein Essen gegeben. Ja. Thanks. Er hat sich den einen Weg in die Stadt mitgenommen, den es gibt. Da haben wir übrigens immer noch nichts gegessen. You're embarrassing me. Das ist schon offscreen passiert während der Feierlichkeiten. Aber das Essen war garantiert in der Nähe des Summoners. Vermutlich. Say you, goddammit, old woman. Ach, nee. Hey, wir können wieder speichern. Nicht, dass irgendwas passiert wäre. Wir haben 8 Millionen Cutscenes gesehen. Gefühlt. So, warum haben wir in diesem Haus jetzt eigentlich diese Kameraeinstellung? Ich würde sagen, was ist mit der Kamera passiert? Wahrscheinlich, damit man das Albed-Lexikon besser sieht auf dem Boden. Falls man es noch nicht eingesammelt haben sollte oder so. Oh, hi. Hey, Sleepyhead. Something I want to give Schwert. You. Wow. Naja, you giving this schön. To me? Nicht schön, aber selten. Well. Naja, es ist auf jeden Fall... Blau. Ein Schwert. Es ist ein blaues Schwert. Was macht es? Es schwertet blau. Ja. You never used it. Where's Yuna? We're taking the same place as Yuna, right? Tilos Chap, why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Das ist ordentlich Wind in den Bäumen. Today, ja. She leaves as a summoner. Also, aber das ist die ganzen Palmen wedeln. Ja. Zum Glück haben alle Charaktere 3 Wettertaft in den Haaren. Ja, wenn regelmäßig ein riesiges Himmelsarschloch über die Welt hinwegkommt, dann besorgst du dir so sitzen. Besorgst du die vernünftige Haarprodukte. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Doch, ich brauche nur das eine Outfit. Du hast recht, deswegen lasse ich jetzt alle meine Sachen, die ich besitze, hier an dieser Stelle mitten im Dorf stehen. Ja. Ich bin mir sicher, dass ihr blauer Hauslöwe das wieder reinschleppt. Oder sowas in der Richtung. Bye bye, Stadt, in der ich 10 Jahre lang gelebt habe. Wir gehen komplett ohne alles. Oder Yuna ist erst 10. Wurde hier geboren. Ja, dann. Oh mein Gott, wir haben eine ganze Party. Haben wir jetzt Tidus, Waka, Yuna und Lulu? Na. Nee. Nee. Ausrüstung. Da wollte ich hin. Wir haben schließlich einen Waisenstab bekommen. Ja, Z-Angriff plus 5%, Z-Angriff plus 3% und Durchschauen. Mit Durchschauen sehen wir die Werte von unseren Gegnern. Und gegen welche? Ja, gut, ist relativ offensichtlich. Ja, Zauberangriff plus ist recht offensichtlich. Wir sehen zum Beispiel, gegen welche Elemente sie schwach sind und solche tollen Sachen. Und da kommen sie auch schon. Oh mein Gott. Wenn es sein muss. Wir können auch unsere Ekstase-Technik direkt raushauen. Nein, leider nein. Oh. Tutorial? Ja, Tutorial. Oh. Geschock! 136 Ich habe einen Dingo getötet. No problem. Ja, damit möchte man uns sagen, hey, Tidus ist übrigens ganz gut gegen diese Dingo-artigen Gegner. Ja. Weil Tidus schnell ist. Und diese Dinger eine hohe Ausweichchance haben. Ja. Und da haben wir einen fliegenden Gegner. Fliegende Gegner
sind übrigens nicht deswegen schwer zu treffen, weil sie fliegen, sondern einfach nur, weil sie eine scheiße hohe Ausweichchance haben. Vernichtend! Und Waka ist einfach nur der Charakter mit der höchsten Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Und wenn die anderen auch eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben, dann können die genauso gut fliegen wie in einem Angriff, auch wenn sie keinen Ball haben, mit dem sie werfen. Ja. Des Weiteren gibt es natürlich noch mehr ganz tolle Kampfmechaniken, die eigentlich recht offensichtlich sind für jeden, der schon mal hier ein Final Fantasy Spiel in der Hand hatte. Ja, aber es könnte ja das erste Final Fantasy für jemanden sein. Ja, ich wünsche nur, dass man in RPGs hin und wieder mal Tutorials ausschalten kann. Ja. Denn da haben wir zum Beispiel einen guten alten Schleim. Ja, ha, null Problemo. Aber ich will mein Ekstase einsetzen. Jetzt war auch kaum Schaden gemacht, aber... Es wäre ein Einsatz Ekstase gewesen. Das ist eigentlich alles, was zählt. Ja gut. What you talking about? Ja, wie werte Schwarzmagierin. Deshalb trägt sie auch schwarz. Die Magierin. Außerdem schleppt sie einen Mogri mit sich rum. Was die Elemente, die Eigenschaft von Zaubern und Monstern zeichnen als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente: Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Ja, es ist kein Viereck, es ist jeweils ein Gegeneinanderwirken von Zweien. Titus! Titus! Kein Wunder, dass man nicht in die Nähe des Summoners lassen wollte. Ja. Oh. Blitz Titus. Gegen den Wasserpudding! 166 Schaden. Ja, das ist eine unauffällige Siegespose. Hochspannend. Ja, Hammer. Meine Stirn tut weh, so stark kann ich mir dagegen dauern. Oh, Titus. Bei solchen Kommentaren weiß man doch echt nicht, was man sagen soll. Ja. Sieht schön aus von hier aus. Take your time. Die zwei Elemente von Eis habe ich verstanden. Was ist mit den anderen beiden Elementen? Titus. Bam! Let's get going. Eines Tages. Direkt zum Mond. Huh? Lass dich auch noch ein bisschen da stehen, Kollege. You ready? Titus ist so ungeduldig. Dabei ist das gar nicht seine Geschichte. Hey, lass uns die Hauptcharaktere ihre Zeit nehmen. Jeez. Titus guckt sich an, wie die Story der Hauptcharaktere verläuft. Na. So wie er eigentlich auch tun sollte, statt sich die ganze Zeit daran einzumischen. Hey, ein Speicherpunkt und wir müssen auf jeden Fall nach oben weitergehen. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. An... Chapu. Dieser kaputten Säule. Diesem Halo-Denkmal. Ungefähr sowas in der Richtung. Ach, beten wir auch mal. Oh. Total unhöflich sein. Whatever. That should do it. Nah. Titus würde beten. Perfekt. Es wird zwar wahrscheinlich nichts am Spiel verändern, aber perfekt. Ja. Das wäre interessant, wenn irgendwie dein Lachsdatum 1 erhöhen würde oder so allgemein. Ja. This isn't the way to the pier. Das ist nicht der Weg zum Anlegeplatz. Das weiß ich, weil ich... hier schon seit Jahren lebe. Ich wollte das extra offen lassen. Das weiß ich, weil ich... deshalb. Ja. Da oben ist eine Speichersphäre drauf. Das sind sogar zwei Speichersphären drauf. Auf jeden Fall eine interessante Kameraeinstellung, um da so schön hoch zu gucken. Ja. Hier gibt es irgendwie zu viele Speichersphären. Irgendwie schon. Wow, Pre-Render! In der Tat, sehr unauffälliger Pre-Render. Ja. Hi. Es ist Blaumann. Hallo, Blaumann. Was hat Blaumann für eine Superkraft? Der hält sich auch für den König der Löwen. Wow. Wow, Blagelblagel! Wir nennen dich Scar. Jetzt aber. Anfeuern? Was ist denn hier los? Wie feuerst du dich denn an? Ich feuer mich an. Du hast eine Ekstase-Technik, die du einsetzen kannst. Ja, aber ich kann mich noch stärker machen. Anfeuern! Ja, kannst du natürlich tun. Und 49 Schaden und du bist wieder dran. Nein. Was soll ich nur tun? Wie wär's mit dich anfeuern, um noch stärker zu werden? Oder eine Ekstase-Technik einsetzen? Eins von beiden. Rund nochmal 43 Schaden. Okay. Bam! 206! Oh Gott, er kann Sprung! Er ist ein Dragoner. Scheinbar. 83 Schaden. Jetzt aber Salto-Hieb. Hoffentlich kannst du den besser einsetzen als ich. Schauen wir mal. Und das Timing war ein bisschen merkwürdig, wie du merkst. Wow.
Ja. Da ist irgendwie Delay drin. 269 Schaden. Müssen wir uns definitiv nochmal angucken, weil das müssen wir können. Weil ich glaube, es zählt nämlich nicht, wenn du die falsch machst. Da bin ich mir immer nicht sicher. Ich meine, du musst sie so tatsächlich richtig machen, damit das zählt, um neu freizuschalten. Echt? Okay. Ja, ich meine, ja. Das weiß ich jetzt nicht so sicher. 84 Schaden. Und 193 Schaden. Und das war's scheinbar schon. That's enough. Das ging ja flott. Ja. Du kein schwerer Boss. Du schlecht. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardian. Huh? Der stand doch rum. Sometimes we don't understand him either. Vor dem Tempel. Kimari doesn't talk much anyway. Er hat dich fast getötet. War das lustig. Kimari Ronso, von den Ronsos, die alle Ronso mit Nachnamen heißen. Ja, weil das überhaupt nicht sinnlos wird. Außerdem haben wir Wissensdurst für Tidus erhalten. Aha, gucken wir mal, ob wir das brauchen können. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir haben momentan Bruderherz und das ist Wissensdurst mit Durchschauen. Statt mit Angriff plus 5%. Nee. Bleiben wir lieber bei Angriff plus 5%. Wir haben ja Yuna für Durchschauen. Okay. Ja, ich würde aber sagen, zu den Sprechersphären kommen wir irgendwie nicht. Ich will die Schatztruhe haben. Dann sehen wir uns wohl beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht eine Möglichkeit finden, zu den Schatztruhen zu kommen oder auch nicht. Die sind da irgendwie sehr auffällig platziert. Ja. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.